Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer The Play Paintball. Und zwar geht es darum, meine Action Cam. Ich habe sie geschrottet. Ja, Problem, jetzt kann ich keine Spiele mehr aufnehmen. Lösung, ich habe mir eine neue gekauft von Campsport. Die haben auch gleich im Lieferumfang mir ein schönes Basecap mitgeliefert. Was eigentlich, muss ich sagen, gar nicht mal so schlecht von der Verarbeitung ist. Cooles Geschenk nebenbei, finde ich toll. Und zwar habe ich mir gekauft die Campsport Evo HD Mini für 149 Euro. Preislich ganz okay, ist jetzt nicht so die überbeste Kamera überhaupt oder Actioncam. Aber was ich halt geil an ihr finde, ist, dass sie verdammt klein ist und leicht. Und das finde ich super. Ja, wie gesagt, wir packen sie erstmal aus. Ja, wo ist ein ganz kleiner Kasten hier. Das ist dann nochmal die Hülle. Und das ist der Inhalt. Hier hinten ein Deckel. Hier ist eine kleine Karte drin. In allen möglichen Sprachen, Französisch, Englisch, also nichts Erwähnenswertes. Der Deckel ebenfalls nicht erwähnenswert. Mal weg. Dann haben wir hier die Treiber-CD, wenn man sie braucht. Dann haben wir ein USB-Schnittkabel zum Verbinden. Dann haben wir einmal eine Halterung, wo dazugehörige Klebepads sind. Von den Klebepads sind insgesamt 1, 2, 3 große und dann auch noch zusätzlich statt Klebepads so eine Klett. Dinger, die auch geklebt werden können für den. Dann haben wir hier SD-Karte, 4 GB. Dann einmal hinten, wenn man unter Wasser aufnehmen möchte, den Schutz mit 4 oder 5 O-Ringen sind da drin. Dann haben wir drei große Klets, wo hier noch ein Filter hinten dran ist an einer Halterung, die ich sehr praktisch finde, die ich wahrscheinlich auch für meinen Helm nehmen werde. Dann haben wir noch eine weitere Halterung. Das wäre die. Diese kleine Halterung und zu guter Letzt, es sind sogar 4 Klebepads, und zu guter Letzt die Cam. Was ich natürlich sehr schön finde, ist, dass sie, wenn man sie anmacht, lasergesteuert ist, ob man sie so dadurch einstellen kann, wo sie denn hin zielt. Was ich sehr, sehr praktisch finde, was auch nicht viele Cams haben. Ja, das ist denn alles mit bei. Und damit werde ich jetzt ab sofort meine Videos aufnehmen. Die Bildqualität ist echt gut. Ich werde nochmal alles, was im Lieferumfang enthalten ist und die Informationen, also technische Informationen von der Cam, unten in die Beschreibung reinknallen. Und dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns, Leute. Haut ihr rein!